Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers Resources Sub-Fit Hub. In der letzten Folge ist eigentlich nicht so wirklich viel gekommen, obwohl ich das ja eigentlich angekündigt hatte. Aber mal sehen, wie weit wir das heute in dieser Folge kommen. Wahrscheinlich nur ein paar weitere Baustellen oder Bauvorhaben, die wir sozusagen erstmal planen und dann vielleicht auch in die Bauphase mit übernehmen können oder auch werden, je nachdem, wie weit wir eben kommen. Also sozusagen eine ganz normale, ruhige, gemütliche Folge, ne? Gut. Hier ist nicht mehr viel drin. Gut, dann dauert es nicht mehr lange, bis das Ding hier leer ist. So, und hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Da habe ich aus Versehen vergessen, auf gemischten Müll sozusagen umzustellen. Mal gucken, ob wir vielleicht einen günstigen Müllwagen finden dann. Nein, da ist keiner da. Noch einmal noch wieder abspeichern hier. Nein, abreißen möchten wir das Gebäude nicht. Weil ein neues können wir uns ja schließlich nicht erwerben. So, da habe ich das Fahrzeug. Sehr schön. Soll er hier Bauschutt mitnehmen, warten bis das aufgeladen ist. Es hier entladen und fährt dann gleich weiter wieder zurück ins Depot. Und wenn er dann wieder zurück im Depot ist, kann er ja hier diese beiden Fahrzeuge auch mit unterstützen. Dann sind ja hier schließlich die Müllhalden dann schließlich auch schneller durch. Oder besser gesagt wieder leer gefahren, ne? Ah, ein Wohnhaus ist wieder fertig. 90 Leute haben wir auch, die einen Wohnraum suchen, aber ich warte noch mal kurz darauf, bis das Gebäude hier fertig ist. Weil dann können sie eher alles besser erreichen. Oh, dauert nicht mehr lange. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Oh, das, die habe ich sogar vergessen. Habe ich vergessen, das zu wählen, dass sie hier noch nicht von selber einziehen können. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. Gut, dann müssen wir mal hier auch mal gucken, wie wir hier die Arbeiter hinbringen. Da ja die Lebensmittelindustrie, also die Nahrungsmittelfabrik 170 und die Brennerei, also brauchen wir da 270 Arbeiter, das mal 3. Sind 810 Leute. Da würde es eigentlich eher Sinn machen, vielleicht eher auf, na, wo waren die jetzt nochmal? Trolleybusse, da sind sie. Auf, wie gesagt, auf Trolleybusse zu setzen, weil wir hier einige Fahrzeuge haben, die relativ viele Fahrgäste mit transportieren können. Und das wird hier wahrscheinlich einer der Hauptargumente sein, hier auf Trolleybusse sozusagen zu setzen. Entschuldigung, musste einmal kurz eben halt einmal kurz ein bisschen niesen. In letzter Zeit relativ häufig, frag mich nicht warum. Dann ist die Haltestelle hier eigentlich mehr oder weniger ein bisschen überflüssig. Oh, das Ding gibt es auch als Solo als Obus, das ist hervorragend. Da kennt man die wirklich an der Stange, ne? Ja, genau. Das ist jetzt hier auch zur Verfügung. Wunderbar. Und da müsste ich dann also mal gucken, dass ich die Haltestelle durch eine andere, durch so eine durch so eine Haltestelle ersetze. Sie dann einfach ganz normal durchfahren können, ne? Hier würde das Ding mehr Sinn machen. Gut, da
da eine Straße rein und da die andere Straße rein. Gut. So, dann würde ich wahrscheinlich eher so vorschlagen, dass hier die Straße dann noch einmal so durchgeht. Dass wir vielleicht an der Stelle hier die Endhaltestelle setzen, also so eine Kehranlage für O-Busse, sprich dieses Gebäude hier. Weil hier haben wir ja schon eine Ausfahrt, also können wir diese hier ruhig blockieren. Und die Bahn wird hier sowieso nicht weiter durchfahren. Dann können wir sie dort hinsetzen. Dann bauen wir hier eine Brücke rüber, so dass die Leute auch hier die Nahrungsmittelfabrik erreichen können. Vielleicht reicht auch nur, wenn wir hier irgendwie eine Brücke rübersetzen, weil hier ist ja auch ein Zugang. Müsste man da mal sehen. Mal sehen, ne? Also das wäre auch sozusagen die erste Linie, die wir auf O-Bus-Betrieb umstellen. Ich ja auch theoretisch eigentlich schon mal anfangen, hier den ersten Abschnitt auch schon sozusagen zu bauen und auch eine Stromeinführung oder Stromeinspeisung für die O-Busse sozusagen zu errichten. Und dann errichten wir hier, denn eigentlich können wir eigentlich hier auch schon die Straßen dafür errichten. Ach, da stellt es sich wieder quer. Warum? Na, da unten liegen wahrscheinlich wieder Leitungen. Da muss ich hier wahrscheinlich eher mehr so ein bisschen hier den Weg mehr oder weniger ein bisschen folgen. Ne? Ist nur die Frage, kriegen wir dann überhaupt auch hier die hier eine Straße hoch? Im Weg. Ja, Anschluss wäre da. Gut, okay. Und hier, und dann ziehen wir hier auch nochmal eine Straße durch, die von hier aus kommt und dann hier anschließen sozusagen. Gut, dann das einmal alles mit in den Bau nehmen. Wird allerdings ein bisschen dauern, bis das hier fertig ist, vor allen Dingen dieser Abschnitt. Und dann können wir auch schon mal Oberleitungen oder Stromversorgung sozusagen dafür sicherstellen. Eine müsste wahrscheinlich erstmal lang. Oh, nicht lang genug. Gut, die erste ist dann auch schon mal da. Das nehmen wir hier alles raus, damit wir uns auf den Bau der Straßen hier konzentrieren können. Und hier würde ich nochmal jedes Fahrzeug nochmal extra dazu kaufen. Zwei gedeckte LKWs haben wir da drin. Und vier Kipper, so wie es aussieht, ne? Ja. Also kaufe ich die drei wichtigen Fahrzeuge hier nochmal. Also sprich offenen LKW, dann nehmen wir jetzt die chinesische Variante. Den Qiying 440 Open, den nehmen wir aber dafür. Tongischer kommt auch wieder, der T138. Ja. Und als Kipper der auch die in 440. Gut. Die Zweitmaschine ist auch schon da, wunderbar. Geht ja schon relativ zügig.
Kann ich ja nicht auch von den Straßen eine Hauptstraße auf Trolleybus umstellen. Und sobald diese Haltestelle hier fertig ist, fangen wir dann damit an, diese hier abzureißen, zurückzubauen und dann hier können wir auch schon Trolleybetrieb oder Trolleystraßen sozusagen einrichten. Ne? Weil hier kriegen wir die sowieso nicht durch. Hier auf jeden Fall keine Oberleitungen vorhanden sind, deswegen wird das hier wahrscheinlich ein Hindernis sein und deswegen lassen die Trolleybusse dann hier durchfahren. Was auf jeden Fall keine schlechte Idee ist. Gut. Das der Parkplatz ist fertig. Oh, hier ist ein bisschen am Bau, ne? Gut, alles klar. Und jetzt haben wir erstmal hier wieder genügend Wohnraum zur Verfügung. Das ist doch auch schon mal was Feines. Ob sie das überhaupt alles hier erreichen kann. Von der dort, von der oberen Bushaltestelle. Ja, können wir alles erreichen. Wunderbar. Nur ist nur eben halt die Frage, wann die ganzen Baumaterialien da sind. Hier hängt das sowieso davon ab, wie weit die Straße hier fortgeschritten ist. Hier sind wir erstmal, wie es aussieht, in der letzten Bauphase. Und da kommt der Straße rein. Nee, die fährt jetzt gerade. Einmal Maschinenwechsel sozusagen, ne? Das ist schon mal gut. Muss der tanken oder muss die Baumaschine getankt werden? Keine Ahnung, warum die hier rumfahren. Weiß der Geier. Wie weit sie hier allgemein überhaupt kommen. Hier wird auch noch schön gearbeitet. Wunderbar. Jetzt haben wir hier gemischten Müll hier zwischenspeichern. Können wir ein bisschen Bauschutt hier rausnehmen. Und dann haben wir jetzt eigentlich hier kein Problem, dass die Anlage hier problemlos arbeitet. Oder vielleicht packe ich den hier dann auch hier mit in das Büro rein und dann können wir hier den Müll hier sozusagen nochmal rausfiltern, den Bauschutt sozusagen. Für das Verteilungsbüro, alles klar. Alles klar, alles klar. Gut, 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 gut. Oder fällt mir jetzt hier auch gerade ein, dass wir hier sowieso auch noch eine Stromtrasse sowieso noch hier benötigen. Richte ich die sozusagen auf Gehwege sozusagen ein.
Öl setzen. Komm. Jo. So, dann können wir hier erstmal weiter runtergehen. Gehen so folgender Straße so ein bisschen parallel. Leitung kann dann auch gebaut werden. Und hier müssen wir eben halt einfach drauf warten, bis da das Baumaterial sozusagen eingetroffen ist für die letzte Phase. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Oh, der Parkplatz ist fertig, genau im richtigen Moment. Findet hier eigentlich nur noch die Wohnhäuser, die hier nach und nach dann fertiggestellt werden. Und dann sind die Wohnungen für den Nachzug oder für die Nachkommen eigentlich erledigt. Ne? Und dann können wir hier drüber dann unser erstes Geld sozusagen drüber verdienen. Anfangs müssen wir das wahrscheinlich dann noch mit LKWs abarbeiten. So, Verteidigungsbüro hier unten schon fertig. Ja, das ist schon fertig. Dann schicke ich den Kipper da wieder rein. Schicke ich den hierher. Und wenn er da ist, dann fängt er hier an. Gemischten Müll hier rauszuholen, weil hier noch ein bisschen Bauschutt noch vorhanden ist. Können wir dann hier noch mit rausfiltern und das dann wieder hier in die Recyclinganlage hochschicken. Einmal warten. Ich habe mir das schon gedacht, dass das Gebäude darunter fertig ist. Kann ich die Fahrzeuge hier auch umsiedeln? Genau, gleiche Ausdehnungsgröße sozusagen. Und dann kann ich das auch wegnehmen, dann ist der Platz hier auch wieder frei. Kann ich hier das Stück auch auf die Straße ausweiten sozusagen. Stichstraße ist sozusagen, ne? Gut, da dachte ich mir vielleicht hier an der Stelle vielleicht ein Straßendepot hier einzurichten. Ist das auch los ist? Meine Güte, das ist hier noch gar nicht. Aber da kommt nämlich lieber eher das Gebäude hier, das klassische Standardgröße sozusagen. Reinzusetzen, worüber wir einmal die Pflanzen hier aus der Grenze aus abholen, hier abladen, hier dann verarbeiten und dann wieder das verarbeitete Material wieder zurück an die Grenze, Grenze schicken. Sagen wir, ist die Anlage hier eine Füllmenge von 75% erreicht hat und dann kommt noch ein weiteres Verteilungsbüro, worüber wir unsere eigene Bevölkerung sozusagen mit versorgen. Und da holen wir das dann, holen wir die Sachen dann raus, wenn wir 50% erreicht haben. 75%, wenn wir also Überschuss produzieren, sprich geht das an die Grenze, vielleicht auch bei 60, muss ich dann nochmal genau sehen. Und der eigene Restbedarf geht dann sozusagen an die eigene Bevölkerung.
Oh, bis jetzt eigentlich alles nur Musik. Vor allem, der Baustall hier nicht angeliefert wird. Sachen konzentrieren können. Das auch immer wieder gebrauchen, ja. Beide Barrikaden kann man immer wieder gebrauchen. Abgedeckte LKWs ist nicht dabei, eigentlich haben wir da momentan auch genug. Die Variante ist ja auch bei uns zweimal vertreten. Ansonsten hier nichts weiteres drin. Gut, dann ja. Geheimpolizei brauchen wir auch noch. Danach wird ja mittlerweile schon langsam verlangt. Die Regierungsrealität der Bürger zu gering und dadurch herausziehen, ne? Einige können das Geld haben und wenn sie das haben möchten, können sie das auch gerne bekommen. Wenn sie gerne für den Staat arbeiten möchten, ne? Da haben wir dann nichts dagegen. Oder was sollen wir denn da eigentlich dagegen haben? Eigentlich nichts, ne? Okay, für die Trinkwassergeschichte, die wir hier oben dann benötigen. Nochmal gucken. Hier könnten wir sogar, brauchen wir sogar einen eigenen Wasseranschluss. Und da auch noch einen, ne? Aber die haben keine eigenen Anschlüsse. Moment. Dann vielleicht da auch die Möglichkeit. Wasserqualität. Muss auch schon relativ hoch sein. Gut. Dann lassen wir das. Also weiß ich gar nicht, ob ich hier so eine hohe Qualität anbieten kann. Ach, da ist das Gebäude. Gut. Nee, die ist hier zu schlecht. Die ist hier zu schlecht, das werden wir hier nicht schaffen. Der rote Wasserturm ist noch voll, aber ich weiß nicht, ob die Starke schon an die Grenzen angekommen sind. Könnte wahrscheinlich bald sinnvoll sein, vielleicht noch hier noch bald noch ein weiteres, eine zweite Wasseraufbereitungsanlage hier zu errichten. Sonst sehe ich ja ein bisschen schwarz in dieser Richtung. LKW, der was bringt. Und hier fehlen auch nur noch die Arbeiter. Gut. Unfertige Straße. Ah, hier bleiben. Alles klar. Der auch unfertige Straße 2. Der bringt da unten was hin. Alles klar. Auch schon mal ein Stück anfangen. Überall da, wo wir die Möglichkeit haben, auf Trolleybusstrecke sozusagen umzustellen, können wir das hier schon machen. Nur hier bei dem Kreisverkehr sieht der momentan ein bisschen schlecht. Separat dann irgendwie mal umstellen oder anpassen, besser gesagt.
aufgebaut. Wunderbar. Dann ist die Abwasserkanal dann auch bald. Nee, Zuwasserkanal. Zuwasser, Trinkwasserleitung auch bald fertig. Zumindest jedenfalls zwei Drittel. Den letzten Drittel können wir erst machen, wenn wir hier oben die Straße hier fertig haben. Arbeiter. Zu irgendeiner Straße Nummer 4, da ist auch ein Baubad, 384. Gut, okay. Wurde wieder Maschinenwechsel einmal durchgeführt. Wunderbar. Und dann können wir vielleicht auch schon mal nach auch den Trolleybussen schon mal gucken, welche wir dann da vielleicht einsetzen. Jetzt sind hier momentan keine zu bekommen. Oh, gut, müssen wir eben halt weiter noch warten, ne? Forschung abgeschlossen. Forschungsprogramm, irgendwas mit Geheimstufe oder sowas. Aber jetzt können wir auf jeden Fall die Geheimpolizei errichten. Und die würde ich dann gerne auch hier oben mit errichten. Weil das Gefängnis ist hier so ein bisschen auf der Ecke. So kleine wichtige Sachen. Ne? So, und dann fehlt jetzt hier eigentlich nur noch die Oberleitung. Ne? Dasselbe. Wir sind hier noch nicht so weit. Haben wir überhaupt hier noch einen Lebensmittel da? Könnte werden jetzt sehr knapp. Haben wir noch einen großen LKW, den wir hier verwenden können? Nein. Hier habe ich noch einen W50. Ja, 8,5. Würde eher mehr das Fahrzeug Sinn machen. Und der Chinese auch relativ gut. Aber da würde er das Fahrzeug zusagen. Setzen wir das Fahrzeug sozusagen für eine permanente Linie, die er mal sozusagen Lebensmittel abholt. Von der Grenze. Und sie dann auch so lange im LKW behält, also quasi an der Ladestelle, bis ja das sozusagen losgeworden ist. Ne? Und das Ganze nennt sich dann Lebensmittel-LKW in Bord, mit natürlich der dementsprechenden Zeitung für die Stadt. Ne? Sondern von der Stadt, wo das Einkaufszentrum der Konsum sozusagen ist, ne? Konsum Lebensmittel in Port LKW 1. Dann, wie gesagt, erstmal so eine Dauerlinie werden, solange wir noch keine eigenen Lebensmittel produzieren können. Und wenn das dann soweit ist, stellen wir dann um, dass wir das dann hier auch von der aus dem Lagerhaus sozusagen raus entfernen. Ja, im Grunde eigentlich auch ein sehr schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Oh, gefällt mir. Sehr schöne Proportion hat das Fahrzeug, muss ich auf jeden Fall schon sagen. Sehr schön. Gut, Straßenfahrzeugdepot ist ebenfalls fertig. Dann können wir die ganzen Dinger, die wir noch hier drüben stehen haben, erstmal alle hier rübersiedeln. Und hier beide abweisen. Und die beiden Linien hier sozusagen umstellen, dass sie jetzt das Ding hier entleeren sollen und das Ding hier wird
aus der Linie entfernt. Und dann soll das hier abgeladen werden, ne? Ja, genau. So ist das richtig. Dann kann das hier auch rausgenommen werden. Wunderbar. Einmal die Straße weg. Das weg, das weg. Dann können wir das Stück hier eigentlich auch schon auf die Straße umrüsten. Und ebenfalls auf hohe Priorität stellen, da das auch zu dieser ganz wichtigen Durchgangsstraße gehört. Ne? Perfekt, 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 perfekt. Dann fehlt nur noch dieser kleine Zipfel hier. Aber bis dort ist es auch nicht mehr lange. So, Werkslinie 2 ist bald Werkslinie 2 Obus sozusagen, ne? Dauert nicht mehr lang. Ah, das Stück ist hier fertig. Wunderbar. Dann kann ich hier fortsetzen. Sehr schön. Und dann haben wir hier den Bereich eigentlich schon fast fertig. Sozusagen, den Mittelast sozusagen, so ein bisschen, ne? Da fehlt es überall wieder noch am Baumaterial, das ist aber auch schon relativ ein bekannter Hut, dass es ein bisschen dauert, bis das alles da ist. Der Baumaterial zu irgendwelchen Wohnhäusern, ne? Ah, zu dem hier unten, okay. Leer stehendes Haus. Also wächst irgendwie. Ne? Ist auch eine sehr schöne Sache. Hier gehe ich auf 25, damit wir hier nicht zu viele Arbeitskräftemangel sozusagen haben. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die Bücherin hinterher erforscht haben. Ne? Ja, perfekt. Dann errichten wir mal hier eine kleine Zentrale. Keine große, sondern eine kleine. Wasser kriegen wir hier auch überall her oder hier hin sozusagen. Das Gebäude hin und Fußweg können wir hier auch noch gerade durchziehen. Sehr schön. Dann ziehe ich hier mal ewig durch. Wunderbar. Und die Kirche kommt auch noch hier. Anschlussstraße haben wir vergessen. So. Turmfahren, ne, da brauchen wir nichts. So, hier waren keine weiteren Trolleybusse oder noch welche hier drin, ne? Hatten wir doch eben gerade. Ja, stopp. Aber was wir dann hier auch noch brauchen, ist dann auch noch ein Fahrzeugdepot, speziell für Trolleyfahrzeuge, also ein Trolleybusdepot. Ja, wieder Störung. Störung im Betriebsablauf sozusagen. Gut, okay. Dann kommt hier noch das Fahrzeugdepot hin. Oder wäre es doch lieber eher da oben hinzusetzen. Oder hier vielleicht das Verteilungsbüro für die Anlage da oben. Groß ist zu groß. Ja, das würde eher hier reinpassen. So,
kurz den einmal anpassen dafür. Wunderbar. Kann die Straße auch schon mal errichtet werden. Gut, hier ist die Kiesstraße auch soweit durch. Auch schon mal ein großer Fortschritt für uns. Ein großer Fortschritt. Gut, dann können wir jetzt hier anfangen, hier den Müll zu beladen und hier wieder zu entladen. Und zwar zu 100% natürlich. Wir wollen das Ding natürlich voll auslasten. Da kam jetzt gerade irgendwie Sondermüll aus der Stadt. Ja. Und der hat jetzt noch diesen Bauschutt mit drin. Nee, sehr schön. Moment, Metallschrott an die Grenze transportiert, 7 Tonnen. Okay, wir kriegen fast 3000 Rubel dafür. Oder 3000 Rubel, das ist ein bisschen mehr. Je nachdem, wie man das betrachtet, aber sehr gut. Ach, der pendelt ja mal hier zwischen hin und her. Dann kann er jetzt auch von hier aus arbeiten. Hier, dass das Ganze dann ein bisschen schneller vonstatten, ne? Bis wir hier den ganzen Bauschutt hier draußen haben. Wird zwar noch ein bisschen dauern, aber es wird sich auf jeden Fall sehe ich schon. Das kurze Teilstück ist fertig. Dann kann ich hier auf der gegenüberliegenden Seite schon mal die Trolleybusstraße hier errichten. Und hier dauert es noch ein bisschen. Da warten wir noch auf die Stahllieferung. Das müsste sie wahrscheinlich sein, ne? Nee, hier oben ist das sogar. Hierfür ist er zugeteilt. Alles klar. Aber ich kann mich auf jeden Fall schon mal sehr freuen, wenn die Anlage hier fertig ist. Das kann ich definitiv bestätigen. Die wird auf jeden Fall sehr viel Diesel einsparen. Vor allen Dingen bei den beiden Bussen, die hier auf der Linie 2 unterwegs sind, wird da sehr viel Diesel eingespart werden. Dafür müssen sonst aber auch erstmal die Fahrzeuge da sein, ne? Relativ großes Fahrzeug, ne? Wie groß sind die denn hier? Das ist ein Kipper. Größer als das hier, meine Güte. Straße 2, wo ist. Ah, hier ist er jetzt unterwegs. Gut. Hier wird auch noch benötigte Baumaterialien ausgeliefert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erst in dieser Kette haben wir relativ viel Kohle. Haben wir hier auch oben auf diesem Plateau irgendwas? Nee, erst ab hier haben wir relativ viel. Da ist viel vorhanden. Und hier selbst hier im Flachland ist relativ einiges zu holen. Flachland eigentlich relativ von schlechter Qualität. Hier sind einige gute Stellen. So war ja auch hier abzusehen, bis runter zur, bis zum Fluss, ne?
Hier haben wir sehr hochwertige Kohle. Das ist sehr gut. Aber alles relativ weit weg, ne? Jo. Wäre es eigentlich hierfür eigentlich auch angebracht, dann eigentlich noch eine zweite Stadt zu errichten? Speziell nur für die Kohleproduktion? Das heißt, ich müsste dann hier noch in meinen Kreisverkehr reinsetzen. Hier die Straße rausziehen. Den gehe ich vielleicht nochmal zurückbauen. Dann kann ich hier eine Ausweichstraße gehen. Die dann hier noch irgendwie mit anschließt. Also den Gehweg kann ich ja hier schon mal entfernen. Den braucht sowieso kaum jemand. Gut, Abrissbüro ist zugewiesen. 4,5 Tonnen Bauschutt. Aber erstmal müssen wir das hier abschließen oder vortreiben und dann können wir uns ja auch schon mal ein bisschen hier drum kümmern. Wo setze ich denn hier am besten dann die zweite Stadt hin? Und da würde sich dann der Transport per Bahn dann sich dann auch mehr finanziell oder logisch gesehen eher rechnen. Hier haben wir ja auch noch relativ viel Kohle, wie gesagt, in dieser freien Fläche. Hier haben wir 7%, 14, 15. Je dichter wir hier an den Berg rankommen, sogar teilweise. Hier haben wir sogar 20% hochwertige Kohle. Wenn wir ins Gebirge gehen, sogar 20, 42. Also würde ich eher vorschlagen, hier sozusagen die Verarbeitungsanlagen, vielleicht zwei zu errichten. Mit, wie viel können wir hier verarbeiten? 210 Tonnen Kohle Erz, also 210 Tonnen kommen rein und 120 kommen raus. Da kommt auch einiges mit zusammen. Also Durchschnittsproduktion für 200 Arbeiter sind, wie viel waren das nochmal? 4,2 Tonnen Kohle. Mhm. Haben wir hier gerade auch zurzeit leider keine Bagger zur Verfügung. Aber in die Richtung soll das dann hier alles gehen. Wir werden wahrscheinlich hier vielleicht 5. Also hier würde ich einen hinstellen. Also da kommt einer hin, da kommt einer hin. Hier haben wir sogar 25% hochwertige, also gute Kohle. Also nochmal zählen, ne? 1, 2, 3, aber da müssen wir das Gelände nochmal ein bisschen anpassen. Ne, hier, also hier Nummer 3, 4, 5, vielleicht kommen hier zwei parallel rein. Und dann können wir hier auch noch ein bisschen, auch noch eine zweite Bauindustrie sozusagen etablieren. Plus mit Ziegelproduktion und so alles. Und dann würde ich vielleicht hier vorschlagen, da die Stadt zu errichten. Dann kann ich ja hier schon mal den Kreisel schon mal ein bisschen planen. Dann haben wir so einen Trennpunkt sozusagen. Erst wenn der Kreisel hier fertig ist, anpassen, dann nehmen wir hier die Mittelstraße raus und dann ziehen wir hier die Straße raus.
die dann, Moment, muss man das Gelände angucken. Hier haben wir so eine schöne Einfallsstraße. Ja, auf jeden Fall relativ doch weit entfernt. Und da würde sich das alles eher auch mit der Eisenbahn lohnen, ne? Hier vielleicht die Stadt. Hier vielleicht so ein bisschen Versorgung, also sprich Verteilungsbüros, vielleicht auch Güterbahnhof und so ein bisschen. Oder vielleicht setzen wir den auch hier hin, den Güterbahnhof. Müssen wir mal sehen. Aber auch hier entsteht auf jeden Fall eine große neue Stadt, die sich dann um die Kohlenproduktion mehr oder weniger drum kümmert. Und dann geht es wahrscheinlich mal irgendwann hier rüber. Eisenerz haben wir ja hier drüben sehr viel. Oder wurde jedenfalls angekündigt. Muss ich nochmal genau suchen, wo wir das hier genau haben. Ah, noch weiter hinten. Okay. Hier haben wir ein paar Fetzen. Hier haben wir einen großen Teppich. Teilweise bis zu 51% Qualität. 60%. Oh, das ist gut. Also hier würden wir relativ hochwertige Eisenerze rauskriegen. Also hier haben wir auch ein bisschen flache Ebene. Mal gucken, wie wir das dahin machen. Aber das ist dann nur noch wirklich reine Zukunftsmusik. Das ist noch wirklich reine Zukunftsmusik. Oh, das Ding ist auch schon fertig. Das ist gut. So, das Stück ist dann also auch im Bau. Baumaterialien werden auch angeliefert. Wunderbar. Die Straße wird auch in aufgebaut, fertig gebaut. Ne, wunderbar. Gut. Um vielleicht noch ein bisschen weiter Speicherplatz für Fahrzeuge zu beschaffen, würde es vielleicht sinnvoll sein, vielleicht noch ein weiteres Fahrzeuglager, Schrägstrich für Container und sowas zu errichten. Muss ich nur mal gucken, wo sich das am besten platzieren lässt. Oh, da war doch gerade was Grünes. Ja, perfekt, da kriegen wir das rein. Und dann können wir da eigentlich so weit wie es geht eigentlich alle Fahrzeuge unterstellen, die wir momentan in der Grenzstation an der Grenze hier drin stehen haben. Und wir alle Fahrzeuge, die wir hier drin stehen haben, hier reinbringen. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr geordnetes System. Polizeiauto nur, Kipper. Ist nur der drin, okay. Ansonsten ist auch nichts wirklich was dabei. Hier auch anfangen umzubauen, anzupassen und so weiter und so weiter. Hier wird aber das Stück dann wesentlich schneller fertiggestellt werden. Betonwerk wird wahrscheinlich in der Zeit hier relativ schwierig. Auch die Kiesproduktion würde problematisch sein. Dann sage ich hier gleich mal zu, dass wir in der Zeit, wo wir das Ding hier nicht mit Arbeiter versorgen können, dass die Busse dann eine kleine Umleitung erstmal fahren. Haltestelle 3 wird aus dem Verkehr sozusagen rausgenommen. Hier nehmen wir 10% rein. Genau, das ist Haltestelle 4 dann. Die nehmen wir die hier raus. Und nehmen sie dann erst wieder in Betrieb, wenn das hier, wie gesagt, möglich ist oder auch die Möglichkeit besteht, das wieder anschließen zu können, wenn die Straße hier fertig ist, ne? Dann nehmen wir die gleich hier komplett raus.
gut. Müsste er jetzt eigentlich gleich wieder seinen Weg finden, ne? Sehr schön. Dann wird jetzt Beton erstmal von der... von außerhalb geschafft werden. Ah, hier bin ich jetzt gerade Asphalt, ne? Gut, okay. Gut, gut, gut. Der Kreisverkehr, den ich hier errichtet habe, der ist auch fertig. Dann können wir die mittlere Spur ebenfalls entfernen. Hier warten wir noch auf den Abtransport. Können wir hier noch, wie gesagt, zwei Müllautos reinstellen. Schneeflüge haben wir wieder reinbekommen, das ist gut. Schneeflüge, Schneeflüge, da haben wir die Dinger, wunderbar. Die nehmen wir gleich mit rein, oder besorgen wir uns gleich, die können wir immer gebrauchen. Polizeiauto auch, für die Stadt nach, für die weitere, für die spät, für die zweite Stadt später. Hier mit, werden gleich zugeteilt. Hier habe ich ja noch ein Feuerwehrauto, sehe ich es gerade. Das stellen wir hier auch der Stadt mit zur Verfügung. Hier oben ist ja auch ein Feuerwehrauto drin. Scheiße. So, da bin ich wieder einmal abgestürzt. Wer weiß warum. Aber immerhin wenigstens relativ nah in der, Sache gewesen, wo wir gerade hier die Feuerwehr und die beiden Schneeflüge zugewiesen haben, was ich ja eben gerade noch mal schnell wieder gemacht habe. Sonst war ja eigentlich alles Palette. Außer bis vielleicht dem Zusammenbruch sozusagen. Gut, es sind ja auch schon weitere Kurse fertiggestellt worden. Die beiden sind betriebsfertig. Hier wird auch dran gearbeitet. Auch dran gearbeitet werden. Wunderbar. Sehr gut. Die Bushaltestelle ist fertig. Dann nehme ich mir jetzt nochmal zum zweiten Mal in der heutigen Folge den Fahrplan von der Linie 2 hier raus. Ich sage an, dass er hier die Fahrgäste rauslassen soll und die Haltestelle wird entfernt. Asphaltwerk wird dann auch nicht mehr erreicht. Gut, dann müssen wir das auch an der Grenze abholen. Dasselbe gilt dann auch für den Straßenbau. Und dann kann ich eigentlich hier schon anfangen, die beiden Anlagen sind fern, Feuerwehr wird noch erreicht, wunderbar. Das machen wir noch abreißen. Kommt eigentlich einiges mit zusammen, da müssen wir nur feststellen, wo der ganze Müll hinkommt. Da die ja hier oben zuständig sind, kommt hier gemischter Müll rein. Sondermüll kommt hier zur Verbrennungsanlage. Metallschrott schicken wir gleich an die Grenze, Bauschutt wird hier abgeladen und wenn Arbeiter benötigt werden, ebenfalls bitte an der Grenze abholen. Oh Mann. Ich glaube, der fährt in Richtung Stadt und den Gehweg, der ja der Ort abgerissen wird, um dort die Steine sozusagen, Fußweg, genau, mit Steine rauszunehmen. Da reicht ja ein LKW vollkommen aus. Dann das wird der Fitzel auch mit abgerissen werden. Sehr gut. Kommen wir jetzt die ersten LKWs. Nehmen den ganzen Müll mit.
Ah, war auch schon. Okay. Na, wo haben wir denn die Wurzel? Der ist da. Wo ist der Gelenkbus? Ist der hier in der Wartung? Nee, da ist er nicht. Achso, der ist hier, hat Essen gerade die Leute rausgelassen. Okay. Noch Anpassung des Fahrplans oder Anpassung, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Und der Rest wird dann hier abgewartet. Mensch, das ging ja schneller als gedacht. Und als nächstes dann hier die Straße weg. Einiges an Baustellen, ne? Aber auch wieder Kies, den wir dann wieder für andere Zwecke wieder mit verwenden können. Och, ich Trottel, ey. Und hier braucht erstmal ein kostenloses kleines Straßendepot. Das Ding kommt da rein. Habe ich das jetzt alles hier? Gemischter Müll? Ja, hier soll auch gemischter Müll gelagert werden. Gemischter Müll. Den sage ich, der soll hier, was haben wir jetzt hier drin stehen? Hier sieht so aus, als ob gleich der erste Schnee fällt. Jetzt hier genau drin. Metallschrott, okay. Nee, nicht Biomüll, wird Metallschrott. Und auch so lange warten, bis das wieder drin ist. Hier Metallschrott abladen und hier wieder herkommen. Gut, dann schicke ich den mal weiter. Keine Ahnung, wie das jetzt hier. Aber jetzt sollte die Anlage reibungslos laufen. Oh, der ganze Sondermüll dann auch gleich draußen drin, ne? Oder verbrannt sozusagen. Gut, also das Problem ist hier auch behoben. Der LKW, der hier drin war. Der ist der. Wahrscheinlich irgendwo oben an der Grenze, ne? Ja, genau. Fährt dann jetzt gleich rein. Kippt den Metallschrott hier raus. Und kann dann hier wieder zugewiesen werden. Okay. Arbeiten tut das hier oben irgendwie auch nichts. Ich den hier auch noch mal mit rum und sag ihm, dass er hier auch gemischten Müll abholen soll. Sprich, dass das hier drin ist.
damit er hier wieder einmal Bauschutt hat. Okay, wunderbar. Was habe ich hier noch? Ah, ja, ja. Muss ja hier noch eine Abwasserrohr noch installieren. Scheiße. Dann errichten wir mal hier schnell eine Abwasserrohr. Hier eins rein. Und auch schon mal den Gehweg. Und wir sagen, dass wir das hier schnell gebaut haben möchten. Da das etwas Wichtigeres ist, als jetzt hier Wohnraum zu beschaffen. So, wenn das so billiger ist, dann machen wir das, ne? Und jedenfalls einmal auf hohe Priorität setzen, bitteschön. Ja. So, Kreisverkehr hier ist fertig. Und dann ziehen wir mal die Straße ungefähr in die Richtung. Also bis hierhin ziehe ich sie erstmal raus. Obwohl brauchen wir hier auch noch einen Kreisel, dass ich hier auch noch mal mit anschließen kann. Ach, Entschuldigung. Vielleicht ungefähr hier. In dieser, kurz vor dieser Enge hier sozusagen. Gut, dann können wir den Abschnitt auch schon mal bauen lassen und dann geht es weiter in die neue Stadt sozusagen. Und dann können wir hier eigentlich alles das machen, was man mit Kohle sozusagen machen kann. Also sprich einmal Kohlekraftwerk, also Verbrennung, also durch Verbrennung von Kohle. Ich nehme nochmal den Sauberkeitsverhalt, also genauso viel, 48 Tonnen, ne, zu 48 Tonnen zu, na, bisschen schmutziger, aber egal. Und dann können wir Ziegelsteine noch herstellen, zwei Fabriken vielleicht. Und wie gesagt, da wir dann auch noch relativ viel Kies hier haben, können wir dann hier noch eine weitere oder dementsprechend vielleicht sogar noch eine etwas größere Bauindustrie errichten. Hier wollte ich ja noch einige Lager errichten, dann kann ich hier vielleicht, weil ja hier keine Kohle vorhanden ist, hier die ganzen Steinbrüche sozusagen errichten. Aber erstmal gucken, wie wir das hier mit der Kohle dann überhaupt hinbekommen, ne? Also als erstes werden sie sozusagen die Bergwerke und die Verbindungsgänge sozusagen erschlossen mit zwei großen Speichern. Da ich ja hier gerne zwei Verarbeitungsanlagen brauche, die 210 Tonnen zwischenspeichern können. Wie viele Eingänge haben wir denn hier bei den Dingern hier? Ja, eigentlich nur eins, aber wir können auch an der Seite sozusagen rangehen. Da haben wir ja auch Anschlussmöglichkeiten. Also sprich, hier wollte ich ja was abbauen, ne? Die 19. Mal sehen, aber auf jeden Fall, wie gesagt, zwei sollen es ja werden. Mal sehen, wie wir das dann dementsprechend angeschlossen bekommen, ne? Gut. Warten wir noch auf die Asphaltierungsmaschine. Die ist, glaube ich, zum Tanken gefahren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wo das Ding ist.
So, sind gerade keine Arbeiter da. Gut, alles klar. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst ruhig abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bei Fragen oder Vorschlägen lasst ruhig welche in den Kommentaren da, ne? Bis denn und tschüss.